Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Arcania. In der letzten Folge haben wir hier durch die Gegend erkundet und sind dann zu diesem Typen hier gestoßen und wollen uns jetzt mal angucken, was die Goblins mit seinem Lager gemacht haben und dann die Goblins alle abschlachten und sein Lager zurückholen. Scheint nicht allzu schwer zu sein. Oh, wenn man trifft zumindest. Schamane. Kessel. Ich glaube, wir können hier nichts machen, gell? Mit diesen ganzen Sachen, die sind einfach nur so ambientmäßig. Alchemistisches Rezept für das Nachtaugen-Elixier, was auch immer das dann ist. Verzauberter Siegelring. Eigentlich könnten wir uns ja mal angucken, was wir jetzt alles so an Ausrüstung haben. Goblin-Armschienen, die brauchen wir nicht. Was haben wir für einen Ring? Wir haben den Wespenring. 5 Leben und 2 Fernkampf. Das ist jetzt nicht so der Hammer. Können wir mal hier ein bisschen sortieren. Schilde, Armschienen und das. So, Wespenring. 5 Lebensenergie, 2 Fernkampf. Magiekraft und Mana. Mana und Magiekraft. Lebensenergie und Mana. Oder Magiekraft. Tja. Da brauchen wir eigentlich gar nichts von. Schild ist unsere auf jeden Fall besser. Und Armschienen sind unsere auch besser. Und Lebensenergie, Rüstung, Mana. Nee, okay. Gut, das können wir so lassen. Und ansonsten hier Schriftstücke. Das haben wir schon gelernt. Nachtaugen-Elixier. Klare Sicht bei dunkelster Nacht. Man nehme das geklärte Fett des eines Mole-Rats und Kalzinierete Sonnenbeeren. Was ist denn Kalzinierete? Und verreibe sie zu einer feinen Paste. Danach irgendwas. Alchemistische Rezept für geringe Ausdauertränke. Unermüdlich. Die Mana-Pflanze ist vielseitiger, als man denken mag. Nicht-Magier allein können ihren Nutzen aus... Bla. Und das haben wir schon gelernt. Feuerpfeil. Spruchrolle, achso. Rune der 4 Winde. Aber ich sortiere das hier mal ein bisschen anders, so. Das können wir ja zum Glück machen. Mal gucken, ob wir das auch langfristig so machen können. Oder ob wir irgendwann so viel Zeug haben, dass das nicht mehr so funktioniert. Vermutlich ist das so. So, dein Lager ist wieder sicher, Kollege. Ah, da bist du ja. Ist mein Lager wieder sicher? In der Tat. Dein Lager ist wieder sicher. Die Goblins sind tot. Ausgezeichnet! Ausgezeichnet! Ich habe eine kleine Belohnung für dich. Hier, nimm. Danke. Falsche Richtung, hier wollte ich lang. Und es regnet mal wieder. Das war was ganz Neues. Was sagt eigentlich die Map? 2 Fässchen Met, aha. Guck mal da hinten. Stuarker Apfelessig. Wenn es jetzt hier nicht regnen würde, wird das bestimmt cool aussehen.
Guck mal, das finde ich aber echt cool, dass die sitzen hier und schauen so über den Fluss. Und dann schießen wir ihn in den Kopf. Nee, aber das finde ich echt cool, dass die da so sitzen und über den Fluss gucken. Dass sie halt nicht einfach nur so planlos hin und her laufen, meine ich, wisst ihr? Man muss ja auch mal was Positives über Spiele sagen und in dem Fall, das finde ich tatsächlich positiv. Hier können wir irgendwie lang und hier. Aber da sind anscheinend jede Menge Goblins. Natürlich erstmal zweimal vorbeigeschossen, weil das dreimal vorbeigeschossen, weil das so viel besser ist, wenn man seine Gegner nicht trifft. Ist irgendwas oder irgendjemand oder ist es unterirdisch? Wahrscheinlich ist es unterirdisch. Ich sehe euch. Irgendwie interessiert die das manchmal gar nicht, dass man ihre Kollegen abschießt. Theoretisch können wir auch mal mit einem Zoom arbeiten oder so. Was nicht irgendwie mit Z? Ne, ein Flimmerz. Wahrscheinlich war es doch nicht mit Z. Oder muss es erst lernen? Ich glaube, man musste das erst lernen, gell? Das hat uns tatsächlich sogar getroffen. Das auch. Der andere von vorhin ist bis hier runtergekullert. Ein Holzbein. Dachte nicht, dass wir hier in der Nähe sind. Aber anscheinend. Ach, und dann kommen... Okay.
So, jetzt müssen wir hier wieder zu dem Fischer zurück. Aber wir können hier in die Richtung noch erkunden. Wir waren hier unten und sind dann, glaube ich, diesen Weg nicht wirklich entlang gegangen, aber... Nee, warte mal, wir sind diesen Weg entlang gegangen und dann wieder umgedreht. So war das. Also dieser Weg hier fehlt uns noch. Und was auch immer hier dann ist. Aber wenn wir jetzt hier wieder langlaufen, müssen wir natürlich noch machen, weil hier sind ja noch Gegner, die wir nicht treffen. Martin hat das jetzt wieder gar nicht gejuckt, dass sein Kollege einfach getötet wurde. Und es wird schon wieder dunkel. Weiß ich auch noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ach so, man hätte hier gar nicht hochgehen können. Na gut. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder in die andere Richtung. Weil es gibt ja da noch mehr Wege, die wir noch erkunden können. Ich weiß nicht, was das für eine Markierung da sein soll. Also hier diese Markierung, die man hier sieht, wo wir jetzt praktisch drauf sind. Keine Ahnung, was das sein soll. Möglicherweise ist es der Typ in der Mine, aber ich weiß es nicht. Oh. Ein Feuer-Goblin-Typ. Haben wir so einen schon mal gesehen? Weiß ich gar nicht. Ein rostiger Schild, ein paar Pfeile. Und das Vulkanglasschwert. Natürlich dann auch gleich noch wieder den anderen Weg langlaufen, wenn ich weiß, wo die hinführen. Drüben ist auch irgendein Turm. Schön gemein, dem einfach einen reinzuballern, während er schläft.
Feuerpfeil, noch ein Wespenring und Worgans Geheimreserve. Ja, alles jetzt nicht so wahnsinnig spannend, aber passt schon. Bringt es irgendwas, hier so ein bisschen ins Gebüsch zu laufen? Ja, hier... Ah, ein Belia-Artefakt. Okay, es bringt sogar sehr viel, einfach mal ins Gebüsch zu laufen anscheinend. Schlüssel der Waldläufer. Und blauer Wühlbock Apfelbräu. Na, ich gehe mal davon aus, dass dieser Schlüssel der Waldläufer zu der Truhe führt. Also nicht führt, sondern zu der Truhe passt. Die wir in Murdras Lagerhöhle da gesehen hatten. Falls ihr euch dran erinnern könnt. Schon einige Folgen her wieder. Für mich war es aber gerade eben, also vorhin erst. Molrat Armschienen, Fernkampfkraft und Lebensenergieregeneration. Naja. Nicht so spannend, diese Kiste. Normalerweise sagt man ja immer, man sollte die Fernkämpfer immer als erstes erledigen, weil die einem halt immer zusätzlich schaden. Aber hier zielen die Fernkämpfer so schlecht, dass das nicht notwendig ist. Tja, und ansonsten sind hier noch ein paar Blümlein und ein paar Blutfliegen. Aber sonst ist das hier, glaube ich, alles nicht so richtig spannend. Was bedeutet, dass wir jetzt den langen Weg zurück zur Taverne antreten werden? Auf geht's. Hier können wir ein bisschen abkürzen. Wobei, so richtig lang ist der Weg eigentlich nicht. Ist ja nur hier runter, dann sind wir schon da. Oder fast da. Au. Können eigentlich direkt mal hinten in die Höhle reingehen, gucken, ob wir da die Kiste mit aufbekommen mit dem Schlüssel, den wir eben gefunden haben. Diese hier. Ja. Bolzen, Milizarmbrust. Ebertöterbogen. Suakapfelessig. Stumpfes Messer und modriger Kurzbogen. Okay, so richtig krass war diese Kiste jetzt auch nicht. Aber möglicherweise ist
Der Ebertöter mit 15 Schaden. Der ist immerhin besser als unser Kurzbogen. Tja, was machen wir dann jetzt? Das ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, wir müssen noch ein bisschen erkunden. Und zwar... hier rechts den Weg, der dahin geht, da geht's dann runter. Und diesen Weg müssen wir quasi noch langlaufen. Oh Mann, meine Stimme, es nervt. Nee, sind wir jetzt hier richtig? Nee, sind wir nicht. Wir müssen diesen Weg nehmen. Und dann hier runter. Das ist richtig. Hier waren wir noch nicht. Und hier sitzt ein Wegelagerer. Na, der wird sicherlich nicht mehr lange hier sitzen. Ich hau dich zur Klump! Ach so. Ey, hier sind ja jetzt echt zwei Spezialisten am Werk. Frostpfeil, bla bla bla. Großer Holzschild. Der sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Also ich weiß nicht, ob er sehr gut aussieht, aber er sieht so aus, als wäre er sehr stark. Der hat gar nichts dabei. Schild hier und Schild hier. 35 und 8 Ausdauer. Ja, ist auf jeden Fall besser. Ich finde auch cool, wie die Waffen angebracht sind, muss ich ehrlich sagen. Und auch, dass die so ein bisschen hin und her wackeln. Das ist gar nicht so schlecht. Komm her. Du wilde Schweinebestie. So, und hier müssten wir jetzt eigentlich wieder bei dem Holzfäller-Camp-Ding sein. Hier haben wir noch ein wildes Schwein. Zwei wilde Schweine. Au. Ja, und es fängt schon wieder an zu regnen. Mein Gott, kann man da nicht irgendwas gegen machen? Dass es immer regnen muss. Regnen muss. Immer Regen. Es muss immer Regen. Was sind das hier eigentlich? Roten weg oder sie sind ab? Aha. Ja, levelmäßig, wir haben immer noch 15. Warte mal, hier war das. Ja, wir sind immer fast schon wieder Level up. Lange dauert das auf jeden Fall nicht mehr. War eine Rauter nicht hier? Wo kommt ihr denn her?
sind hier einfach irgendwelche Goblins plötzlich. Was soll das denn? Ich wollte eigentlich zu Rauter, aber der Rauter sitzt wahrscheinlich in der Taverne irgendwo rum, wa? Na, dann gehen wir mal zur Taverne. Da müssen wir sowieso jetzt als nächstes hin. Denn wir haben ja auch das Holzbein gefunden. Und ansonsten, ich glaube, wir haben jetzt alles erkundet hier in der Gegend. Da unser Sprintzauber jetzt eh zu Ende ist. Aber wir können hier das Holzbein abgeben, nehme ich mal an. Und weiß ich nicht, was wir hiermit machen. Ach nee, wir haben noch nicht alles erkundet. Wir müssen hier nochmal hin. Wir müssen da nochmal hin und irgendwas in der Mine machen. Keine Ahnung was. Sollen wir das einfach jetzt machen? Ich wüsste nicht, was dagegen spricht, ehrlich gesagt. Außer die Zeit. Die spricht noch dagegen. Aber das ist nicht so schlimm. Wir können ja da hinlaufen und dann in der nächsten Folge mal in die Mine reingehen und gucken, was da so los ist. Vergessenes Grab, Runenbruchstücke, ein Bruchstück eines alten Runensteins. Die Bruchkanten sind eisig kalt und glänzend bläulich. Alte Legenden berichten, dass wer alle Bruchstücke des Runensteins findet, am Ende die Rune der eisigen Macht in Händen hält. Ja, auch das 30 Stück sind das, na super. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass wir von diesen Sammeldingern nicht eins am Ende haben werden. Aber mal abwarten. So, wenn ich mir das jetzt hier so angucke. Ah, und? Ja, könnte schon sein, dass wir hier sind. Geröll, drücke E zum Benutzen. Niggers Destillierkolben entfernen, Spielstände von blablabla. Ja, weiß ich nicht. Ich will jetzt mal allein sein! Ich will jetzt mal allein sein! Ja, mir doch egal. Können wir Digger eigentlich... Ah, und? Nö, können wir nicht. Ich will jetzt mal allein sein! Ach ja, guck mal, da können wir uns also tatsächlich die Sachen holen. So hier, so Eisenerz-Zeugs. Aber was hat das jetzt mit dieser Mine hier auf sich? Also warum sind wir hier? Ah, und? Das würde ich wirklich gerne wissen. Aber hier geht's nur wieder dahin. Dahin. Ist die Frage, wo geht's hier hin? Zu einem ganzen Haufen Molets. Und sonst? Was außer Molrats ist denn hier? Also Molrats und Eisenerz.
verwirrt. Weil es war so schwierig, also nicht schwierig, aber also man musste ja so viele Sachen machen, um hier reinzukommen. Ja, hallo, nimm. Was? Nein, was ist denn jetzt los? Ja, chillig, das Spiel hat sich aufgehängt. Ich komme nicht mehr aus dem. Ah, doch, okay. Hä? Was war das? Ich will jetzt auch wissen, was hier ist. Also warum sind wir hier? Ach, ich glaube, was soll das? Wisst ihr was? Irgendwie ist das hier größer, als ich dachte. Ich würde sagen, wir schauen uns in der nächsten Folge weiter hier drin um. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr auch morgen in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und bis dahin. Ciao.